Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Unglaublich, wie das Wetter auf einmal in 2 Sekunden umgeschlagen hat. Ich befinde mich erst, weiß ich nicht, eine halbe Minute nach der letzten Aufnahme und jetzt ist das Wetter voll im Eimer. In der letzten Folge haben wir Wassermarsch gestartet. Wir wollten eigentlich in der Burschaft weitermachen, können wir aber nicht, weil wir das Institut finden müssen. Und ja. Dann haben wir einfach die andere Mission, die wir irgendwann von der Burg bekommen haben, gemacht. Da sind wir über eine Roboterfarm gestolpert, für die wir eine Wasseraufbereitungsanlage was machen sollen. Und ja, da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Davor haben wir noch gegen ein paar Supermutanten in so ein Haus gekämpft. War sehr chillig, hat nicht lange gedauert. Und ja, jetzt sind wir hier. Und das Wetter ist im A. Scheint sich aber schon direkt wieder zu beruhigen. Strahlungssturm, da bist du ja nirgendwo sicher. Von der Perspektive sah es irgendwie aus, als würde da jemand so stehen. Hier so die Arme und so. Ein ganz langer Slenderman irgendwie. Gut, dann gucken wir mal. Irgendwas sagt mir, ich werde vielleicht eine Pistole brauchen. Ein Gewehr, meine ich. Ja. Was haben wir da? Supermutanten. Und eine Hirschkuh. Das sieht aus wie ein normaler. Jetzt aus wie ein starker, also. So, das sind ganz Supermutanten. Mann, bleib stehen. Das ist auch nur ein normaler Super. Ein normaler Supermutant. Super. Immer noch Schleichangriffsende. Oh. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt ihn erledigt, ohne ihn zum Explodieren zu bringen. Harry, du brennst. Ich möchte natürlich nicht vorschreiben, wie du kämpfst, aber. Ihr Menschen, so dumm, so schwach. Alter. Legendär möchte ich jetzt auch nicht gerade bekämpfen, der macht mich fertig. Mann, hört auf, euch hinter den Bäumen zu verstecken. Könnt ihr mal aufhören, alle dahinter zu sein? Dass man nämlich platt bleibt. Oh Gott. Boah, gibt's doch nicht. Nee, verstecken die so. Ich sehe die nicht hinter den Bäumen immer. Aber das ist ein WT-Bird zur Rettung. Oh Mann. Helft mir, ich brauche Hilfe. Die sind einfach weiter.
Sag mir nicht irgendwie, die sind jetzt da reingeflogen, wieder irgendwo. Das ist der WT Bird. Er wird mich retten. Boah, ich erkenne gar nichts. Sie vermischen sich so mit den Bäumen, mit allen. Ich erkenne überhaupt nichts. Boah. Was? Warum bleibt denn der auf mich? Alter, schon genug Probleme. Au. Au, was zum... Warum ballern die auf mich? Ich hab doch nichts gemacht. Ich tu meine Waffe weg. Da ist ja noch alles. Die Red Hirschkohle Rakete auf mich geschossen. Das aber pass auf. Warum gehen die auf mich los? Ehrlich. Aua! Wer? Alter, was ist denn hier los, Mann? Alter! Ich hab doch nicht gegen WT-Bird, hallo? Und jemand hat von unten mit einem Raketenwerfer auf mich geschossen. Was ist denn los? Prophezei, er fliegt irgendwo gegen. Ernsthaft? So, macht er mir voll wenig Schaden. Was sind jetzt schon wieder? Oh mein! Ich geh doch weiter rein, tschüss. Schnauze voll, alles tötet mich hier. Kämpfe gegen Supermutanten, da kommen ja so verdammte Mischlingshunde. Wer ballert hier die ganze Zeit mit Raketen auf mich? Bongana auch noch. Aber langsam ist er aber auch übertrieben, ne? Komm her. Mal. Alter! Wir sollen nicht mal gegen 5 Fraktionen auf einmal kämpfen. Ich muss den Raketenwerfer erinnern, bitte. Du hast auch einen Raketenwerfer, was? Warum haben wir hier 2 Raketenwerfer? Oh. Was ist hier los? Ah, Notsignal gefunden. Oder auch nicht. Was ist hier? Ich habe nichts ausgelöst, oder? Ach da. Ja, meine Güte, noch ein Raketenwerfer. Schon 3 Raketenwerfer herbekommen. Curry, wo bist du? Noch jemand, der meine Raketenwerfer trägt?
Sollte aber jetzt nicht neu herumfliegen, ne? Boah. Also noch. Ja, wo ist Curry? Die könnte mir ruhig helfen. Ein paar Sachen hier schleppen für mich. Boah, ernsthaft. Was? Meine Waffe ist unsichtbar. Schieß mit meinen Gedanken. Was? Ups, Entschuldigung. Oh, Mutanten klingen, ey. Ich kriege voll viele Sachen hin. Also, warum sind hier also einzelne Gunner? Was haben wir denn hier als Müllmäßig? Das kam weg. Weiß, ein Raketenwerfer kann ja weg, aber die sind so viel wert. Curry, wo bist du? Ich bin mal kurz hier, vielleicht taucht er neben mir auf. Hat sich komisch angehört. Okay, ich glaube, der wird hier bald weg. Oh Gott. Curry, wo bist du? Da bist du, oh Gott sei Dank. Aufgepasst. Du brauchst etwas. Nimm mal kurz meine ganzen Raketenwerfer auf. Schieß damit bloß nicht. Oder? Ja, hätten wir das auch erledigt. Jetzt können wir uns hier mal schneller und chilliger umschauen. Mache dich aus. Nein, Mann. Nein, Mann. Ich das Tablet mitnehmen oder die Kaffeetasse. Bist du ein Rabe? Wow, nicht schubsen. Es tut mir leid. Ich wollte einfach nur wissen. Ja, die eine Nebenquest habe ich schon erledigt. Aber trotzdem. Müssen wir noch hier rein. Schwere Supermutanten-Handschuhe. So, Strong wird auf jeden Fall ein paar gute Sachen bekommen hier. Schon mal sehr gut. So, gehen wir mal da rein. Wir schaffen hoffentlich den neuen Rest des Parts. Was ich irgendwie bezweifle. Weil eigentlich bei der Bruderschaft schön was machen, aber nein. Wir sind wahrscheinlich super Mutanten, ne? Das ist ein Walltech. Was ja erstmal in irgend so ein feindliches Gebiet reingehen und eine Glocke läuten. So viele Jahre unbeschädigt zu überstehen, das nenne ich Glück. Ich habe genug von der Stille. Was echt was gegen Stille, kann das sein? Spektoren-Outfit. Ich habe 48. Es werden leider nicht mehr deutlich mehr. Es bleibt immer so zwischen
30 und 40. Also meine Stimpacks. Früher hatte ich irgendwie so 70 und so, ne? Ich tue die einfach so casual einfach benutzen. Bei jeder Gelegenheit, wenn ich Schaden bekomme. Alles klar. Was? Oh, okay. Halt. Damit. Ja, hier ist ein Aufzug, aber wir haben die Treppe. Okay. Nehmen wir einen Aufzug. Dann geht der nach oben oder nach unten. Okay. Unsere Ebene. Blablabla. Sagen, das ist auch ein Ding. Noch was? Danke, Curry. Aber da war ich näher. Ich habe mir das Geschäftsführers. Neomo, beste Medienveranstaltung. Zur Erinnerung, am Dienstag, den 26.10. werden Mitglieder, bla 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 bla. Betriebsbudget. Was ist das denn? Da leuchtet's. Technisches Dokument. Müssen wir einen aggressiven Typen geben. Das sind keine technischen Dokumente. Eine Brille mit schwarzen Gestalt. Ja, damit. Ja, warum sollte ich den letzten Skill für Schlösserknacken noch holen? Damit mir nie meine Dinger kaputt gehen. Ich habe, seit ich 100 überschritten habe, irgendwie die weniger als 100 mehr gehabt. Warum sollte ich bitteschön einen ganzen Punkt da rein investieren? Ja, schwachsinnig. Warte mal, herstellen. Stimpacks würde ich mir gerne herstellen. Die Septikon habe ich auch noch eins, verdammt. Also, da habe ich genug Antiseptikum. So, jetzt gehen wir mal da rein. Warte mal. Hier die Treppe. Ne, wir haben den Aufzug genommen, ne? Und hier ist die Treppe. Hier machen wir noch nicht. Okay. Ja, glaube ich, schön blöd, ne? Na, machen wir mal. Okay. Oh Mann. Ach, jetzt Glas, okay. Hat man auf den ersten Blick nicht so gesehen. Die hatten nur so. Okay, die sind ausgefallen, hat.
Stopp war. Wir sind möglicherweise nicht allein. Na, hier hört mal da weiter. Können wir ja auch noch eben. Ist gut, jetzt ich kann die Dinger hier alle verschließen. Vielleicht eine Idee, was ich hier mache. Da liegt eine Zeitschrift. Das ist genau das gleiche, ne? Warum sollte man hier Geschütztürme bitte schön aktivieren? Also einbauen überhaupt, so. Picket Fans ist also neue Sachen herstellen. Du kannst jetzt Veranda-Möbel in Siedlungsstätten bauen. Hm, schön. Ich bin immer offen für neue Sachen, die man bauen kann. So, Experte, okay. Ich mache meinen kleinen Finger nach oben. Bah. Dann geht das schon. Mein Gott. Also Experte. Geschafft. So. Ich glaube, ich in diesem Part nicht für ein Level Up. Gilt. Aber eine Idee, wie ich das Myolux erledige. Schauen uns hier um. Kann man ja auch nutzen, ne? Und da unten ist Dingens, okay. So. Wo ihr seid noch ganz normale, ne? Ja, hab ich mir schon gedacht. Heute schaffe ich noch. So, wenn jetzt hier irgendwie so ein Macker kommt, so ein großer, dann lock ich schön da in diese Ölspur rein. Ja, kannst du mal glauben, wir kommen wahrscheinlich wieder so Toastkrallen, Myolurk. Viecher. Ja, taucht, glaube ich, jetzt nicht so in den Bock. Langsam. Oh. Was? Hey. Wow. Wart. Hey, was zum?
Hab der Teil noch. Lebst unter Wasser, wem willst du das erzählen? Hat er gar keinen Schaden bekommen? Ich treffe den doch. Ich muss erst den ganzen Weg. Das war eine geil aufgebaute Dungeon, sag ich mal. Ja, sehr gut gemacht. Ich hoffe, du bist wasserdicht. Ich bin jetzt darüber. Wow. Oh Gott. Verdammt. Ja. Nein. 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 So. Oh, die Dinger sollte ich öfter abschießen, die bringt es auf jeden Fall. Warte, da habe ich ganz vergessen. Was auch? So, ich will nicht reingehen. Ah, super! Kommt ihr nicht hier rein, na? Wo ist das? Hahaha! Rumliegen jetzt. So. Ha. Ist leider zu fett, ne? Ah, scharf, Lederrüstung. Mein Gott, das ist ja noch einer. Was? Warum war denn der so schnell kaputt? So, haben wir jetzt alle, ich höre immer noch was rumfleuchen. So. Und was jetzt?
Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits schon und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.